Lieben, ihr spielt in zwei Teams. Olli und Mirko und Barbara und Tetje. Bitteschön. Und ich frage Sie, meine Damen und Herren, ich frage Sie jetzt nach einer unangenehmen Situation in einem Restaurant. Ja, das kam gleich von mehreren, das lässt mich ein bisschen erschauern. Aber okay, was gibt's? Kein Geld. Was? Kein Geld. Kein Geld, das ist gut. Kein Geld, das ist gut. Kein Geld, das ist gut. Wir nehmen kein Geld. Man kann das mit dem Pupsen vielleicht noch einbauen. Also. Ihr Lieben, pass auf, wir haben jetzt eine... Wir sind nicht sicher mit den Teams. Sollen wir zusammenspielen? Also pass auf, ich sage euch jetzt. Olli und Mirko auf eine Seite. Richtig. Na, Barbara und Tetje auf eine Seite. Na, halt gesagt, was? So. Halt gesagt. Ach, du hast pass auf, ihr habt jetzt eine Szene, und zwar in einem Restaurant. Ja. Und einer ist der Gast, einer ist der Kellner. Und ich würde sagen, Mirko, du bist der Kellner. Sehe ich so aus? Mhm. Genau, ne? Barbara, du bist der Gast. Und du hast kein Geld. So, ich jetzt habe kein Geld. Hier. Genau, du hast kein Geld. Du kannst nicht bezahlen. Mirko ist der Kellner. Das, so fangen wir an. Ihr fangt an, ihr beiden. Und zwar, wir spielen das jetzt in Fragen über Fragen. Das heißt, ihr müsst die ganze Szene in Frageform spielen. Wenn euch eine Frage einfällt, dann buzzer ich. Und der Nächste aus eurem Team löst euch ab. Also. Also. Ja, wollen wir dann nicht mal zahlen? Sehe ich so aus, als sei ich mit dem Essen schon fertig? Ist es nicht schon ein bisschen spät? Kann ich noch den Nachtisch haben? Wollen wir nicht mal zusammenrechnen? Ist das nicht ein bisschen viel? Kann ich das morgen zahlen? Was fragen Sie mich? Kann ich mit EC-Karte zahlen? Oder bar? Hätten Sie vielleicht eine Zigarette? Erstmal. Kann ich auswechseln? Können wir das nicht irgendwie anders regeln? Es kommt drauf an, wie Sie es gern haben. Das ist keine Frage. Aber klang gut. Wissen Sie, was man gegen schorfige Ekzeme machen kann? Ich weiß es. Finden Sie, dass sich das noch lohnt? Was haben Sie gegen Ekzeme? Sind das überhaupt Ihre Hände? Wussten Sie eigentlich, dass Sie die ganze Zeit schon beobachtet wurden? Sind hier Kameras? Da haben Sie die Augen nicht bemerkt. Welche Augen? Fuck. Was ist denn mit dem Schnitzel hier? Mögen Sie das nicht mehr? Wollte die Katze das nicht haben? Wollen wir nicht, dass morgen die Sonne scheint? Wir kommen jetzt zu diesem großen Augenblick, meine Damen und Herren. Es ist soweit! Sie dürfen abstimmen. Hm? Wer soll hinein? Tetje, Oliver oder Mirko? Ja, ich denke, ja. No, Moment. Wir machen das nicht auf Zuruf. Ich würde sagen, ich lasse Sie aufstehen. Wer ist für Tetje, steht bitte auf. Das platzt. Ich weiß nicht, ob... weiß nicht, ob das wirklich eindeutig ist. Wir machen mal einige doppelt. Moment. Ja, wir machen jetzt... Oliver, wer ist für Oliver? Mutti, warum machst du das? Ich stehe übrigens gerade auch, nur dass es jeder weiß. Nicht? Also, na, das ist enttäuschend. Gut, wer ist für Mirko? Oh, nee. Das ist, das war, ist ein bisschen mickrig. Ja, sehr Kopf an Kopf rennen. Tetje, es tut mir sehr leid. Ja, entschieden. Tetje muss für die letzte Improvisation in dieses reizende Ensemble. Und ich freue mich. Ich hoffe, Sie auch. Wir sehen uns nach der Werbung. Bis gleich. Ja.